Fühlst du dich überwältigt von einem Berg an Skripten, Präsentationsterminen und Hausarbeitsdeadlines? Du fragst dich, wie zur Hölle du das nur alles rechtzeitig schaffen sollst. Keine Panik, das ist ja gerade die Challenge. Im Studium wirst du getestet. Getestet, ob du dich selbst so gut organisieren kannst, damit du alle Anforderungen für einen Uni-Abschluss erfüllst. Der Druck, der dabei entsteht, ist künstlich und nur in deinem Kopf. Es gibt einen einfachen Weg, Zeitdruck in unerschöpfliche Energie zu verwandeln. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit 4 maßgeblichen Maßnahmen den gnadenlos tickenden Countdown des Semesters meisterst und alle deine Lernziele erreichst. Und damit herzlich willkommen bei Schreib! Welche 4 Maßnahmen kannst du ergreifen, um das Zeitmanagement für dein Studium auf das nächste Level zu befördern? Erstens, Prioritäten setzen. Tritt einen Schritt zurück und betrachte dein Semester aus der Vogelperspektive. Nimm am besten ein Blatt Papier und schreibe alle deine Kurse auf. Nun teilst du die Kurse noch in die entsprechenden Aufgaben auf, also zum Beispiel Klausuren, Präsentationen, Hausarbeiten und so weiter. Bringe die einzelnen Aufgaben nun in eine Reihenfolge, indem du sie für dich nach bestimmten Kriterien bewertest. Die ECTS-Punkte, die Nähe der Deadline, dein persönliches Interesse und Faszination für das Thema oder der aktuelle Fortschritt bzw. dein Wissensstand. Einige dieser Faktoren könnten für dich wichtig, zum Beispiel ECTS-Punkte, andere hingegen eher zweitrangig sein, zum Beispiel die Faszination. Diese Bewertung kannst nur du selbst vornehmen. Mit der Nähe der Deadline hast du eine zeitliche Dimension hinzugefügt, was bei der Darstellung hilft. Das Ganze könnte in etwa so aussehen. Das Ende jeden Balkens markiert das Abgabedatum und die Länge des Balkens die Zeit, die du für jedes Projekt einplanst. Zweitens, Ziele mit dir selbst vereinbaren. Das Setzen von Lernzielen ist unumgänglich. Dabei reicht es nicht, sich seine Ziele nur zu überlegen. Ziele müssen aufgeschrieben und regelmäßig überprüft werden. Für das Zeitmanagement deines Semesters schlage ich eine 3-stufige Gliederung in Monate, Wochen und Tage vor. Monatsziele. Nehmen wir einmal an, das eben dargestellte Szenario spielt sich in einem einzigen Monat ab. Deine 4 Aufgaben lassen sich in 4 Monatszielen formulieren. Erstens, ich bestehe meinen Zweitversuch in Kurs B mit einer 3,0 oder besser. Zweitens, ich bekomme für die Präsentation in Kurs A eine 2,0 oder besser. Drittens, die Hausarbeit in Kurs A bestehe ich mit 1,7 oder besser. Das Poster in Kurs C bringt mir eine Note von 2,0 oder besser. Erstreckt sich der Bearbeitungszeitraum einer Hausarbeit oder die Lernphase für eine Klausur über mehrere Monate, kannst du dein Ziel entsprechend anders formulieren. Für die Hausarbeit in Kurs D habe ich bis Ende des Monats den Literaturteil und den theoretischen Rahmen fertiggestellt. Mindestens 6 Seiten Text. Die Skripte 1 bis 8 für die Klausur in Kurs E sind bis Ende des Monats zusammengefasst und wurden jeweils 2-mal durchgearbeitet. Wie du deine Ziele im Allgemeinen formidabel formulieren kannst, erfährst du auch in meinem Video dazu hier oben rechts. Wochenziele. Deine Wochenziele unterscheiden sich insofern von der Monatsebene, als dass du etwas genauer werden kannst, was deine Zwischenziele angeht. Bis Ende der Woche habe ich 8 von 12 Lernvideos aus Kurs B geschaut und transkribiert. Die Literaturrecherche für die Hausarbeit in Kurs A ist bis Ende der Woche abgeschlossen. Mindestens 40 hochwertige Literaturquellen. Gehe jeden Sonntagabend deine Wochenziele durch und stelle neue auf. Was hat geklappt? Was nicht? Wie kannst du Dinge besser angehen, um diese Woche alle Ziele zu erreichen? Natürlich musst du die Zielsetzung so angehen, dass du am Monatsziel auch ankommst. Wenn du dir also pro Woche vornimmst, 2 Lernvideos zu schauen, es jedoch 12 gibt, dann schaffst du es nicht in einem Monat. Tagesziele. Noch eine Ebene tiefer teilst du nun deine Tage ein.
Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, kreiere Thementage. Diese Variante sieht so aus, dass du dich pro Tag nur einer einzigen Sache, in diesem Fall einer Aufgabe für einen Kurs, widmest. Beispielsweise könnten Montag bis Mittwoch die Lerntage für deine Klausur sein und Donnerstag bis Samstag gehören ganz allein deiner Hausarbeit. Zweitens, plane jeden Tag gleich. Bei der Auswahl der richtigen Strategie kommt es darauf an, wie dein Alltag aussieht. Hast du an drei Tagen der Woche ganztägig Vorlesungen oder musst arbeiten, dann musst du die Tagesplanung eben flexibel anpassen. In der vorlesungsfreien Zeit kannst du dir deinen perfekten Lerntag strukturieren, indem du ihn in Blöcke einteilst. Diese Blöcke entsprechen deinen Prioritäten und anderen Faktoren, wie zum Beispiel deinem Biorhythmus oder Lerntyp. Sowas wie Morgenmuffel versus Nachteule. So könnte ein optimal strukturierter Lerntag aussehen. Beachte dabei, ob du dich morgens besser fokussieren kannst oder abends. Lernst du lieber in der Uni oder zu Hause in deinem Sessel mit der Katze auf dem Schoß? Lasse diese Faktoren in deine Planung mit einfließen. Drittens, Schwarz-Weiß-Denken. Beim Zeitmanagement im Studium darfst du ausnahmsweise komplett schwarz-weiß denken. Was ich damit meine? Wenn du dein Buch zugeklappt hast, dann hast du Feierabend. Ein Studium kennt keine Arbeitszeiten wie ein Job. Du musst sie dir selbst schaffen. Wenn du dies nicht tust, werden dich die Gedanken an die Aufgaben direkt nach dem Aufstehen, vor dem Schlafengehen oder am Wochenende verfolgen. Du kannst jedoch reinen Gewissens alle Aufgaben vergessen, wenn du dein tägliches Soll erfüllt hast. Es ist super wichtig, abzuschalten. Wenn du Sport machst oder dich mit Freunden triffst, dann hat die Uni in deinem Kopf nichts verloren. Andersrum ist es natürlich genauso. Wenn du dich in einer Lerneinheit befindest, dann hat zum Beispiel dein Handy gar nichts auf dem Tisch verloren. Lenkst du dich ab, erreichst du dein Ziel nicht und du musst mehr Zeit aufwenden, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Schließe dein Handy am Eingang zur Bibliothek in den Spind. Es hilft. Viertens, belohne dich mit Motivation. Die Erreichung deiner Meilensteine, auch wenn es nur winzige Kieselsteinchen sind, muss gefeiert werden. Belohne dich mit etwas, das dir gut tut und worauf du dich freust. Auf dieses Thema bin ich hier oben rechts schon einmal näher eingegangen. Du kannst dich außerdem motivieren, indem du deinen Fortschritt sichtbar machst. Du kannst die Tagesziele mit kleinen Checkboxen versehen, wenn dich das Abhaken von Aufgaben befriedigt. Eine andere Möglichkeit wäre es, einen Zeitstrahl deines Fortschritts zu erstellen und Stück für Stück auszumalen. Rufe dir zusätzlich immer wieder vor Augen, warum du das alles tust. Es gibt kaum eine größere Motivation, als den Traum zu verfolgen, der tief in deinem Innern lebt. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du einen kleinen Bruchteil deiner Zeit aufwendest und dem Ganzen ein Like verpasst. Was sind deine größten Herausforderungen beim Zeitmanagement in der Uni? Schreib sie doch mal in die Kommentare. Wenn du es nicht schon längst getan hast, dann abonniere den Kanal und aktiviere die kleine Glocke, damit du zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst und wir dein Studium gemeinsam auf das nächste Level heben können. Jetzt aber viel Zeit beim Erfolgsmanagement deines Studiums. Bis zum nächsten Mal!